Hallo, ihr Hübschen, und weil ich gerade so schön dabei bin, ich habe hier ein schönes Büchlein. Hören wird überbewertet von Cindy Klink. Cindy Klink. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie ist hier auf YouTube eine, die Musik also hörbar macht, sehbar macht, fühlbar macht. Also ich meine, für die Taubstummen, Gehörlosen, wie auch immer, die halt Gebärden können und Gebärden lernen oder überhaupt Gebärdensprache, deutsche Gebärdensprache, übersetzt sie halt Musik in Gebärdensprache. Und jetzt hat sie vor kurzem dieses kleine Büchlein rausgebracht und also ich finde das cool, Leute, ich finde das so schön, weil es passt gerade so, es ist wirklich handtaschentauglich, erstens und zweitens hat sie mir auch was, ich habe es ja bei ihr bestellt, da hat sie mir was unterschrieben, ja. Liebe Anja, viel Spaß beim Eintauchen in meine Welt, das finde ich echt. Und ich habe das auch fast ganz schnell durchgelesen. Es ist gerade veröffentlicht worden, vor ein paar Wochen. Und es, sie schreibt halt hier über ihr eigenes Leben und auch mit ihrem kleinen Handicap. Ich sag da einfach kleines Handicap zu. Ja, also ich meine, ich finde das für mich sehr, sehr schön, dass sie das gemacht hat. Oder das ist, ich meine, vor 20, also sie ist 20 Jahre oder 21 Jahre alt. Und vor 20 Jahren, meine lieben Damen und Herren, Quatsch, meine Hübschen, stand ich in meinem kleinen Kinderzimmer und wollte eigentlich das selber machen. Also ich meine, ich hatte versucht zu gebärden, das, was ich so kennengelernt habe von so einigen Menschen, die das auch benötigen, habe ich dann halt versucht, meine Lieblingslieder irgendwie zu übersetzen auf diese Sprache oder das zu begleiten. Also die Musik halt mit Gebärdensprache zu begleiten. Da war ich 14, Leute. Mindestens 13, 14. Hat nicht so funktioniert, besser gesagt. Ich habe mir dann auch gedacht, irgendwann als Kind, Jugendliche, irgendwann wird es jemand geben, der das auch dann macht. Und hier ist sie. Ist dann ein bisschen später gekommen. Und ich empfehle dieses Büchlein für die, die gerne Cindy Kling ein bisschen mehr kennenlernen möchten oder überhaupt. Wer noch nicht gewusst hat, dass es die auf YouTube gibt, ich werde ihr Kanal hier unten verlinken bei mir und gerne auch ihr Instagram-Profil. Ja, oder ihr guckt es euch selbst schlau. Ich meine, Googly. Ist auf jeden Fall überall erhältlich, dieses Büchlein. Und man kann es bei ihr auch selbst persönlich bestellen. Und dann könnt ihr auch eine Widmung bekommen. So wie ich. Oder halt über irgendwelchen Buchläden oder Amazon oder was auch immer. Ist nett aufgemacht. Ist auch schön. Ich meine, dieses ganze Büchlein ist auf jeden Fall auch nicht nur handtaschentauglich, sondern auch... ich habe es auch mal hier hinten in meinen... Also es passt auf jeden Fall auch hinten in der Po-Tasche. So. Es ist auf jeden Fall, kann man überall mit hinnehmen, wenn man das nicht so schnell durchgelesen hat wie ich. Also ich glaube, ich habe nur 2 Tage dafür gebraucht. Also ein paar Stunden in den Tagen. So viel dazu. Hören wird überbewertet. Also ich bin dankbar. Danke, dass ich hören kann. Ne? Ich bin auch dankbar, dass ich noch sehen darf und kann. Sonst würde ich euch auch nicht sehen und lesen können so richtig. Da müsste ich mir das übersetzen lassen. Gibt es ja so viele schöne, geile Programme. Aber ich bin so dankbar und glücklich, dass es funktioniert. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Büchlein. Bis zum nächsten Mal.